Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Oh Mist. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Wow, da! Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry. Ich musste das einfach tun. Na also. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie Pfeifen?
Hier durch. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Gut, komm her. Stell den Fuß drauf. Hör mal zu, du machst es nur auf, okay? Sonst nichts. Geht klar. Vorsicht, Vorsicht! Okay. Okay. Tada! Gut gemacht. Danke. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Wow. Sieh dir das an. Mann, das ist echt traurig. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein.
Oh, Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Komm her. Mit der hier kommen wir rüber. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Hier, das hier können wir nehmen. Die Luft ist rein, komm hoch. Okay. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay.
ist so ein Scheiß. Hörst du das? Ja. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Oh, Mist! Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Mein Gott. Okay, pass gut auf.
Siehst du? Zurück. Okay, pass gut auf. Bleib in meiner Nähe.